herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Yes and Amen. Ich bin auch wieder da, aus der Quarantäne zurück. Gott sei Dank. Ja, unser heutiges Thema ist Wunder, Zufall oder doch Gott. Ich bin heute mit der lieben Johanna hier. Und neben mir sitzt die Selina. Hi. Genau. Sollen wir einfach gleich starten? Na sicher. Sehr gut. Ja, das Thema ist eben, wie gesagt, heute Wunder, Zufall oder doch Gott. Und was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie definierst du Wunder überhaupt? Was sind Wunder für dich? Oder ist das eh alles irgendwie Gott? Oder? Dasselbe. Also ich habe mir bei den Vorbereitungen, ich bin die Fragen durchgegangen und ich bin drauf gekommen, dass das Thema, wo ich am Anfang dachte, dass es eigentlich eher einfacher ist, als ich dachte, echt ein bisschen tricky ist und ich ein bisschen gestruggelt habe. Aber es ist auch cool, sich mit solchen schwierigeren Themen auseinanderzusetzen. Und ja, genau. Ich habe auf viele Fragen gar nicht so eine konkrete Antwort, vielleicht das noch vorab zu sagen, damit niemand glaubt, ich habe da jetzt die, weiß ich nicht, bin da schon voll safe und fix in dem Thema, sondern ja, ich bin da selber noch sehr am Hin und Her überlegen. Aber Definition von Wunder. Für mich ist das irgendwie ein Ereignis oder eine Tatsache, die irgendwie unerklärlich ist. Also die man irgendwie jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich oder logisch erklären kann. Aber glaubst du, dass Gott da so ein bisschen seine Hände im Spiel hat oder ist das passiert das halt einfach, weil es passiert? Ich glaube, das ist halt ein bisschen der Unterschied zwischen Wunder und Zufall, weil ich glaube, also Wunder ist wirklich sowas, was man sich nicht erklären kann, wo man einfach dasteht und sich denkt, wie ist das möglich? Mhm. Also das ist echt so diese komplette, einfach, dass man so ein bisschen baff ist. Und so ein Zufall ist irgendwie so ein Ding aus Geschehnissen, die irgendwie durch auch sehr um viele Umwege, aber auch irgendwie zu der Situation führen. Zum Beispiel, dass man einen alten Freund wieder trifft oder so, den man ewig nicht gesehen hat. Aber glaubst du, dass das Zufall ist oder dass das nicht vielleicht doch Gott irgendwo ist? Weil es ist ja, alles hat ja immer irgendwo einen Grund, oder? Also es passiert jetzt nicht einfach so alles. Ich glaube, das ist voll schwer. ich weiß nicht. Also ich glaube, dass Gott auf jeden Fall eine höhere Macht ist oder halt jemand ist, der auf jeden Fall irgendwie leitet und seine Hände im Spiel hat und er nicht tatenlos ist, sondern wirkt. Also daran glaube ich eigentlich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass manche Sachen irgendwie geführt sind oder so eingeleitet sind, ich weiß nicht. Oder dass uns halt Gott auf gewisse Wege leitet. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber halt irgendwie das in die Richtung. Mhm. Und ich glaube, dass er nicht untätig ist. Aber hast du eine Definition von Wunder? Ja, ich glaube halt, dass, also ich finde es halt mega schwer, weil Wunder und Zufall und Gott, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist alles irgendwo dasselbe, weil ich glaube, dass Gott eben überall seine Hände irgendwo mit im Spiel hat und dass nichts einfach ohne Grund einfach so, weil es halt gerade passiert, passiert. Aber es ist halt manchmal, ich finde es mega schwer. Also ich glaube schon, dass es Zufälle und Wunder auf eine gewisse Art und Weise gibt. Aber ich glaube eben, wie gesagt, dass Gott da halt immer mitspielt und dass nichts einfach nur so passiert. Voll. Was auch spannend ist, ich habe jetzt heute auch noch mit einer Freundin drüber geredet und sie hat auch gemeint, von wegen, sind das nicht alles im Prinzip irgendwie dieselben Sachen, nur unterschiedlich irgendwie benannt oder ein anderer Zugang. Aber fand ich einen urspannenden Denkansatz. Und ja, genau. Aber glaubst du, wenn Leute zum Beispiel sagen, ma, was für ein Zufall, urcool, dass es halt dann wirklich ein Zufall war oder halt irgendwie was anderes? Ich finde, das geht auch ein bisschen auf die Frage zurück, ob hinter Geschehnissen und Ereignissen so ein tieferer Sinn ist, ob man den irgendwie sieht oder nicht. Weil, ja, also ich denke, man kann das Leben auf ganz viele verschiedene Seiten sehen. Und entweder man nimmt halt die Sachen so hin, wie sie sind, oder man kann auch irgendwie nach dem tieferen Sinn suchen. Mhm. Was ich jetzt irgendwie genau damit meine, ist zum Beispiel, wenn es zum Beispiel ein Schicksalsschlag ist, kann man auch denken, oh mein Gott, und alles so
schlimm und schrecklich, was auch ist und was auch, glaube ich, auch echt nicht jetzt irgendwie einfach so einfach beiseite geschoben werden sollte. Mhm. Aber dass man auch schon sich überlegen kann, was hat das jetzt, oder was kann ich mir aus der Situation oder aus dem Ding oder ja, einfach auch für mich herausholen, was kann ich irgendwie daraus lernen. Mhm. Ja. Was hast du da für einen Zugang dazu? Ja, so ähnlich wie deiner. Also ich glaube, dass, ja, wie du eben schon vorher gesagt hast, dass jeder für sich selber irgendwie was draus ziehen muss. Und ich glaube, es ist halt, es kommt halt voll drauf an, was die Person selber denkt. Also ich, für mich ist es irgendwo klar, dass es nicht einfach nur passiert ist und ein Zufall ist, sondern dass das alles irgendwie Gründe hat und auch das, wie du sagst, mit den Schicksalsschlägen. Für mich passiert nichts einfach nur so, weil es halt passiert, sondern alles, was in unserem Leben geschieht, das passiert aus irgendeinem Grund und nicht einfach nur so. Aber setzt das voraus, dass du an einen Gott oder an irgendwas Höheres glaubst, wenn alles irgendwie einen Grund hat? Weil der Grund muss ja irgendwo herkommen. Also denke ich mir so, der kann ja nicht aus dem Nichts entstehen. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich, für mich ja. Also für mich setzt es voraus, dass ich selber an Gott glaube, weil sonst würde ich nicht denken, dass das nicht einfach so passiert. Nur denke ich halt auch, dass jede Person das für sich selber definieren muss und für sich selber irgendwie rausfinden muss. Und für mich oder vielleicht für dich auch oder für ein paar andere noch, ist es vielleicht Gott und für alle und für andere Menschen dann halt wieder nicht. Für andere Menschen ist es dann halt wieder ein Zufall und das kommt halt voll drauf an, an was die Menschen glauben oder ob sie überhaupt an was glauben. Das erinnert mich ein bisschen an die eine Frage, die wir hatten, ob man an Gott glauben muss, um Wunder zu erleben. Finde ich urschwierig. Also ich weiß es ehrlich, ich habe keine wirkliche Antwort drauf. Aber ich glaube, dass man halt an Dinge oder Sachen anders sieht, wenn man an Gott glaubt. Das stimmt. Also ich glaube nicht, dass man an Gott glauben muss, damit Wunder passieren. Wenn das so jetzt deine Frage war. Ja. Ich glaube, die passieren auch so, aber einfach nur aus dem Grund, weil Gott dich liebt, ganz egal, ob du jetzt an ihn glaubst oder nicht. Und bei jedem passieren Wunder oder Zufälle, einfach weil Gott dich liebt. Ja. Und da musst du nicht an ihn glauben. Also er liebt dich halt auch, wenn du nicht an ihm glaubst. Und das ist, glaube ich, dann der springende Punkt einfach. Also ich glaube schon, dass ziemlich viel von Gott abhängt, aber eben nicht, ob die Person an ihn glaubt oder eben nicht. Eigentlich genau auf dasselbe bin ich auch gekommen, dass ich mir denke, also es ist keine Voraussetzung jetzt, wenn wir jetzt mal von Gott sprechen, ob du glaubst oder nicht, sondern er liebt dich halt trotzdem, trotz allem, was du halt machst. Aber ich glaube, dass es halt schon einfach einen Unterschied hat, ob man jetzt eine lebendige Beziehung mit ihm hat oder halt eben nicht, klar. Also das machen ja auch Freundschaften unterschiedlich, ob ich jetzt mit einer Person mehr Zeit intensiv verbringe oder halt eben nicht, ist da was eine andere Connection einfach da. Ja. Aber ich glaube halt, dass diese Grundvoraussetzung, dass Gott halt da ist und einen liebt und auch wenn du an ihn glaubst oder nicht, halt so ein bisschen dasselbe Ding ist wie mit den Wundern. Also ich glaube, dass er jeden Menschen in irgendeiner Form beschenkt. Und manchen ist es vielleicht bewusst oder unbewusst. Also manche Dinge, die ich jetzt zum Beispiel als Wunder ansehe, sind für andere Menschen dann auch wieder nur ganz normal oder ein Zufall. Oder Zufälle, oder so. Ja, voll. Genau. Und ich glaube, es kommt auch immer voll darauf an, was man als Wunder oder als Zufall definiert, weil, wie du eben gesagt hast, für jeden ist das was anderes. Und was für mich so ein richtig arges Wunder oder ein richtig arger Zufall ist, kann für den Nächsten wieder ganz normal sein. Vollkommen wieder voll die Perspektive und Standpunkt halt auch voll an. Gell? Eine Frage, die mich dann noch beschäftigt hat, ist, hat Gott, also auch finde ich, die auch da ein bisschen hineinpasst, hat Gott dann irgendwie einen Plan für einen oder auch nicht? Weil wenn Gott irgendwie so einen Plan hat, hat er dann quasi auch Wunder und Zufälle für dich vorausgesehen. Also, ich weiß nicht, ob man da diese Brücke bauen kann, aber... ich verstehe voll, was du meinst. Ja, also ich glaube schon, dass Gott primär mal einen Plan für jeden von uns hat. Ob wir diesem Plan folgen, ist dann die andere Frage.
Aber ich glaube, es gibt halt nicht den einen perfekten Plan für dich, sondern es kommt immer auf deine Entscheidungen an im Leben, auf deinen Weg, und der Plan ändert sich halt dann einfach ständig. Und ich glaube nicht, dass das abhängig von diesem Plan ist, ob einem Wunder passieren oder nicht, weil, wie schon vorher erwähnt, wenn Gott liebt dich, wurscht welchen Weg du gehst, wurscht welchen Plan du jetzt danach gehst, weil er ist eh immer da. Voll. Und deswegen glaube ich nicht, dass jemand mehr Wunder, mehr Zufälle erlebt, weil er den perfekten Plan hat oder den perfekten Weg irgendwie geht, als irgendwer andere, der halt vielleicht ein bisschen noch struggelt. Voll. Was sagst du dazu? Ja, ich glaube, es kommt halt zum einen immer voll aufs Bemühen drauf an, ob man da jetzt einfach versucht, den guten Weg zu gehen oder nicht. Und ich gehe auch davon aus, dass Gott eigentlich für jeden Menschen so einen Plan hat. Mhm. Und vielleicht klingt das ich habe mir zum einen auch gedacht, hey, das klingt irgendwie voll einschränkend, weil wenn Gott den einen Plan hat und ich muss den befolgen, um glücklich zu werden, das klingt irgendwie so, ich muss das machen. Aber dann war so mein nächster Gedanke, okay, das ist eigentlich völliger Blödsinn und eigentlich voll eine Lüge, weil wenn ich mir denke, Gott will nur das Beste für mich und will mich in Freiheit haben und nicht irgendwie eingezwängt und bedrückt von diesem Plan, den er für mich hat, da rennt schon irgendwie was schief, glaube ich. Und ja, ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass Gott wirklich nur das Beste will, dann kann man da auch vertrauen, dass dieser Plan, sage ich jetzt mal, gut ist und dass man sich da einfach auch beschenken lassen kann. Und ich glaube auch, wenn dieser Plan, weil oft ist es, ich habe oft das Gefühl, dass das ist mein Plan und dieser Plan muss von Gott kommen, weil das ist der perfekte Plan. Und dann komme ich ein paar Wochen später drauf, doch nicht so. Und also ich glaube echt, dass so wie du vorher eben gemeint hast, dass das voll einengend ist, wenn man sich die ganze Zeit überlegt, das ist der eine Plan und den muss ich jetzt gehen, weil Gott meint, das ist perfekt so. Es gibt, glaube ich, schon Unterschiede. Also du musst nicht immer, du triffst falsche Entscheidungen im Leben. Das gehört auch dazu. Genau, und deswegen, wenn du eine falsche Entscheidung triffst, deswegen ist jetzt nicht der ganze Plan irgendwie aus und vorbei. Genau. Ja, sondern es geht halt dann trotzdem irgendwie weiter. Also ich glaube, es gehört auch eben dazu, falsche Entscheidungen zu treffen und auch irgendwie mal zutiefst zu erleben, um wieder auf so hoch zu kommen oder zu sehen, okay, ich muss was ändern, irgendwie umkrempeln, bla bla bla. Dass es da auch wieder, ich sag mal, bergauf geht, weitergeht, wie auch immer. Aber hattest du schon mal das Gefühl in deinem Leben, so hey, das war jetzt da voll, also hattest du schon mal die Situation, wo du am Anfang dachtest, man, das ist der Ur der Zufall und urlustig und urcool oder voll das Wunder und dann kommst du einfach ein paar Wochen, Monate später drauf, so hey, eigentlich war das voll geführt von ihm. Ja, ja, hatte ich. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es wirklich als Wunder, es ist halt, ich finde, das ist halt alles so schwer zu begrenzen und auch zu sagen, dieses eine konkrete Ereignis war jetzt ein Wunder oder dieses eine konkrete Ereignis war ein Zufall. Mhm. Also das zuzuordnen, finde ich auch wahnsinnig schwer. Aber allein so dieser Prozess von dem, wie ich maturiert habe und eigentlich mein Plan war, ins Ausland zu gehen und dann Corona kam und ich dann Ende des Schuljahres kurz vor der Matura vor der Frage stand, hey, was mache ich eigentlich im Herbst nach dem Sommer? Bisschen überfordert. Aber ja, einfach da, wie mich Gott durchgeführt hat, dann habe ich in der Zeitschrift diesen Beitrag gelesen von dem Sebastian, der hier war. Und dann habe ich hergeschrieben, dann ist eins wirklich so komplett ins andere gelaufen, ohne dass ich jetzt wahnsinnig dafür tun musste. Ja. Wo ich jetzt, wenn ich zurückschaue, echt denke, krass. Also ich habe irgendwie nicht so viel gemacht, aber irgendwie, es war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es als Wunder bezeichnen würde, aber einfach so geführt mega, irgendwie. So ein komplett cooler Flow, ohne dass irgendwie, ja, einfach auch sich auf das einzulassen, war, glaube ich, auch ein Ding. Sehr cool. Aber Selina, hast du da auch irgendwie so ein Beispiel oder wo du sagst, hey, da hat dich Gott geführt, geleitet oder hattest ein Wunder erlebt? Voll. Also ich habe schon ein paar Beispiele, aber
erzähle jetzt nur eins. Okay. Es war irgendwie so, wollte ja eigentlich mit einer Organisation nach Indien, nach der Matura. Und dann kam eben auch Corona und dann war auch alles so, was mache ich jetzt? Und dann bin ich eben auch ins Zentrum gekommen, auch ziemlich gleich wie du irgendwie so, okay, machen wir mal. Das ist ein bisschen schneller als ich. Und dann war es aber so, dass von dieser Organisation dieses, okay, wenn ihr wollt, könnt ihr es nochmal versuchen. Und wir schauen halt einfach, dass ihr diesen Sommer, also der Sommer, der jetzt kommt, ausreisen könnt. Und dann wäre ich halt eben ein Jahr in Indien. Und dann gab es eben so Vorbereitungskurse und da war ich bei dem ersten dort. Und ich glaube, das ist eh mitbekommen, ich war da ziemlich fertig die ganze Zeit, weil ich irgendwie die ganze Zeit wie so auf so Nadeln gesessen bin und mir dachte, keine Ahnung. Soll ich nicht. Ja. Und dann war ich eben dort und irgendwie, ich weiß nicht, es war voll cool und es war mega schön, aber I don't know, es war halt einfach so, okay, will ich mir das wirklich nochmal antun, mich da drauf einzulassen und dann bin ich weg und dann ist Corona und dann weiß kein Mensch, ob das jetzt wirklich dann funktioniert oder so. Und dann kam ich eben von diesem Wochenende zurück und dann hatte ich eine Zeitspanne von einem Monat circa, wo ich mich einfach entscheiden musste, okay, gehe ich das jetzt nochmal an, gehe ich das nicht an, will ich das oder eben nicht. Und das Monat war auch intens. Ja, sehr intens und das war irgendwie mega schwer für mich, weil ich einfach voll das Bedürfnis habe, auch jetzt noch mal für eine Zeit raus aus Wien, raus aus Österreich, irgendwie die Welt zu sehen. Und ich bin dann halt echt, ich wusste innerlich immer, okay, dann bleib in Wien. So, Wien ist irgendwie das, da fühlst du dich wohl und wegen Corona und bleib einfach da. Okay. Und ich war in meinem Ding so drinnen, nein, ich muss jetzt fahren, ich muss fahren, ich muss das weitermachen und ich will da unbedingt hin. Und habe dann aber für mich dann irgendwann auch, nachdem ich eben auch viel drüber gebetet habe und eben auch überlegt habe und auch Gespräche hatte, was ist jetzt eigentlich das Gescheite und was wäre der Weg, den der Herr einfach für mich wollen würde. Und bin dann halt ziemlich schnell lustigerweise auf die Entscheidung, also zu dem Entschluss gekommen, okay, ich bleib da. Und habe es aber nie ausgesprochen. Also für mich war das immer nur in mir drinnen die Entscheidung und vor allen anderen war das noch so ein, ich weiß nicht, mal schauen, aber ich war mir ziemlich sicher, okay, nein, ich bleibe in Wien. Und dann kam eben diese Entscheidung und ich dachte mir, okay, wenn jetzt alle anderen, die dabei bleiben, doch fahren können, dann wird für mich wie so eine kleine Welt zusammenbrechen, weil ich dann weiß, okay, ich hätte ja fahren können, aber ich habe mich halt dagegen entschieden, deswegen bleibe ich jetzt in Wien. Und dann habe ich eben dort angerufen und sie mich halt aus allen Verteilern und überall rausgenommen, also die E-Mails, die man dann halt für die Vorbereitung immer wieder bekommt. Und dann war es so, dass dann sind halt einige Wochen vergangen und dann sind wir, glaube ich, hier beim Frühstück gesessen und dann habe ich ein E-Mail bekommen und habe drauf geschaut und da stand halt dann drinnen, dass niemand fahren darf. Wow. Und dass halt alle in Wien bleiben müssen und in dem Moment ist irgendwie so ein, also mir tat es mega leid für die anderen, weil ich weiß, dass die es halt genauso wollten wie ich, aber es war halt einfach so ein, mir so ein Stein vom Herzen einfach gefallen, weil ich mir dachte, okay, es war halt einfach die richtige Entscheidung. Voll. Und es ist eine Bestätigung wahrscheinlich. Ja. Und einfach dieses, weil es hätte auch ganz anders ausgehen können. Und ich glaube, dass das halt wieder ein Zufall war, dass das jetzt halt so passiert ist und dass ich noch in diesem Verteiler drinnen war, dass ich die E-Mail bekommen habe als Bestätigung für mich, okay, das war die richtige Entscheidung. Sondern dass das halt voll von ihm geführt war, weil er halt ganz genau weiß, wie fertig mich das einfach gemacht hat. Und dann zu wissen, so hey, es war gut so und es war richtig so, war dann für mich so ein, oh, okay, danke. Gott sei Dank. Also voll spannend, dass da mal irgendwie so voll Gottes Fügung oder halt Gottes Eingreifen, wie du gemeint hast, eigentlich voll gemerkt hat und dass es ja irgendwie nicht, also es war mehr als ein Zufall, wie du gemeint hast, gell? Definitiv. Ja. Aber ich finde es nochmal spannend, auf die Frage zurückzukommen, ob es wirklich einen Unterschied zwischen Zufall, Wunder, also ob es da wirklich einen krassen Unterschied gibt.
Ja, ich frage mich halt einfach, ob das, was wir jetzt gerade erzählt haben aus unserem Leben, ob das jetzt Wunder waren. Oder, weil für mich war es Gottes Fügung. Und es war halt einfach das, also Gott wollte uns halt einfach zeigen, so hey, so geht's auch. Ja. Aber es war kein Wunder in dem Sinn. Ich glaube, Wunder definiert sich nochmal anders darin, dass es irgendwie was wirklich Unerklärbares ist. Also irgendwas, was irgendwie so übernatürlich ist. Mhm. Also wo es jetzt nicht wirklich krass wissenschaftliche Erklärungen jetzt gibt. Das habe ich, glaube ich, eh am Anfang kurz gesagt. Also meinst du sowas wie Heilung, einfach so Unerklärliche, jemand erkrankt an Krebs und dann ist im Endstadium und auf einmal ist alles wieder gut. Ja, zum Beispiel fällt dir gerade ein Ding ein, und zwar ein Bekannter ist krebserkrankt gewesen und die Ärzte haben ihm, glaube ich, 1-2 Monate gegeben. Mhm. Und er ist dann endgültig, glaube ich, 2-3 Jahre später erst verstorben. Und das, finde ich, ist halt doch irgendwie krass. Und das ist, finde ich, auch so irgendwas Unerklärliches, wo ich sage, okay, das ist dann so das Grenz, also es grenzt an einem Wunder, aber es ist halt irgendwie, weißt du, was ich meine? Ein typischer Spruch. Ja. Es grenzt an einem Wunder. Aber warum kann man nicht sagen, dass es ein Wunder ist? Weil ich glaube halt, dass die Ärzte nicht zum Spaß sagen, ja, 2 Monate und dann doch noch länger. Weißt du, was ich meine? Mm, und so Geschichten gibt es ja urviele, auch von, weiß ich nicht, das habe ich auch mal gehört, dass auch bei so einem Gebetsabend oder so, hatte ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin, ich weiß es nicht, 2 unterschiedlich lange Beine, also da war einfach ein Fuß ein bisschen kürzer als der andere. Ich glaube, das habe ich dir erzählt, das war vom Alpha-Kurs. Ja, ich weiß nicht, ich habe die Geschichte auch schon mal gehört. Und dann haben sie gebetet und dann ist der Fuß einfach länger gewachsen. Ja. Und das ist halt irgendwie schon so crazy. Und das ist dann auch irgendwie so, dass es mir dann manchmal auch fast schwer fällt, da muss ich ehrlich sagen, an sowas auch zu glauben. Oder ob das nicht einfach nur Einbildung ist. Oder so dieses, ich bete für dich, dann hast du keine Knieschmerzen mehr und oh mein Gott, keine Knieschmerzen. Jetzt ist alles weg. Aber ich glaube, das ist auch normal, dass man da einfach skeptisch ist, weil sowas ist halt irgendwie unerklärbar und unnatürlich. Mhm. Weil es einfach so arg ist. Und deshalb, glaube ich, ist es auch komplett normal, dass man da skeptisch ist. Aber halt die Tatsache, dass der eine Fuß dann länger, also gleich lang ist, das ist halt dann so ein Ding, das ist halt dann ein Fakt, da kann man dann nachmessen oder so. Von dem her, voll. Also ich finde prinzipiell so Heilungssachen, also ich habe auch mal von eben letzten Alpha-Kurs, da gibt es nämlich dann irgendwann das Thema eben Heilung, da war ein Vortragender und der hat von einem Mädel erzählt, die sind irgendwie alle zusammen waren die auf so einer Hütte oder so. Okay. Und da ging es eben dann um Heilung, weil da waren lauter Menschen, die halt irgendwelche gesundheitlichen Probleme hatten. Und das eine Mädel war eigentlich gar nicht für den Kurs da, sondern das war halt irgendwie, die war halt auch da. Und ich weiß jetzt nicht mehr warum, aber die war auf jeden Fall da. Und die hatte halt extreme Depressionen, also die hatte wirklich mega schwere Depressionen und hat sich praktisch oben im Zimmer eingesperrt und ist ständig im Dunkeln gelegen und so. Und unten war halt dieser Kurs oder dieses, ich weiß nicht genau, was das war, aber auf jeden Fall ist da halt mega viel Heilung passiert. Und auf einmal kommt die halt auch runter und nimmt an diesem Wochenende einfach teil. Und die war dann dort und da haben dann alle für sie gebetet oder so. Oder ich weiß jetzt nicht 100%, was dort passiert ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass das Mädel oder die Frau bis heute keine Depressionen mehr hat. Krass. Und dass es halt auch an so einem Wunder grenzt, weil sie halt wirklich mega starke Depressionen hatte. Und also so Heilungsgeschichten gibt es ganz, ganz viele. Voll, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch, ja, also irgendwie teilweise auch voll, irgendwie arg, auch das eben, wie ich vorhin schon gemeint habe, dass dann auch damit auch sich auseinanderzusetzen, weil sowas ist halt irgendwie voll krass. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll. Und ich finde das größte Wunder irgendwie, weil es auch überhaupt nicht selbstverständlich ist, ist halt, ich meine, Ostern ist gerade und es ist so Decoration. Und das ist irgendwie so ein bisschen, okay, das ist das größte Wunder, was es für uns Menschen einfach gibt, weil wäre das nicht passiert, also wäre Jesus nicht gestorben und gekreuzigt worden und wieder auferstanden, dann würde unser Glaube einfach null Sinn ergeben. Ja, also es wäre dann irgendwie ganz komisch. Eines der größten Wunder. Genau. Voll.
Ja, ich bin schon urgespannt, also auf nächstes Mal auch, was unser Special Guest einfach auch dazu sagt und wie wir die Person dann ausquetschen können. Ja, aber ist, ja. Ja, mega spannendes Thema auf jeden Fall. Und ich glaube, wir werden nächste Woche oder in zwei Wochen noch viel mehr davon hören mit unserem Special Guest eben. Und genau. Falls euch noch Fragen einfallen, schreibt sie bitte gerne in die Kommentare oder auf unserem Instagram-Kanal in unserem Messenger-Bereich. Und ja, wir freuen uns, euch wiederzusehen. Bis dann. Ciao.